So schön, dass du heute wieder da bist zum Thema Zeit für Familien in der neuen Zeit. Heute habe ich die Frau im Interview, die sich Paragraphen Silvia auch nennt oder genannt wird. Sie hat als Anwältin nicht nur dieses ausgleichende Wirken als juristische Mentorin und als Anwältin in Familiensachen von ihrem Vater gelernt, sondern sie hat nach 20 Jahren in ihrer eigenen Beziehung es auch erleben dürfen, was es heißt, ja, wenn Beziehungen auseinandergehen und ja, wenn Paragraphen allein eben bei verletzten Herzen keine wirkliche Hilfe mehr bieten. Und aus der eigenen Geschichte raus hat sie ein vielfach praxiserprobtes, ganzheitliches und auch lösungsorientiertes Mentoringprogramm zusammengestellt für die Familien der neuen Zeit und ja, hilft sozusagen die Verletzungen, die Partner einander zugefügt haben, zu erklären und zu heilen. Und auch für die Trennungskinder voller Liebe da zu sein und wie sie souverän mit dieser Thematik und mit dieser Veränderung umgehen können. Von daher freue ich mich riesig, dich heute begrüßen zu dürfen. Ganz schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, liebe Silvia Schodroch. Schön. Vielen herzlichen Dank, Amata. Das ist, wenn ich das höre, dann denke ich immer so, ja. Ja, Silvia, wir kennen uns ja auch schon ganz, ganz lange und du bist so, ich sage, eine Frau, die, ja, gerade wenn es Scheidungen, wenn man Scheidungen hört, dann ist es ja immer etwas, wo man ja vielleicht nicht so gern hat. Keiner von uns mag es und trotzdem ist es halt ganz oft Realität. Und auf den ersten Blick ist dieses Thema ja auch wirklich Trennung. Aber du Ja. schaust auch den tiefer, gell? Bei dir geht es ja um mehr, um die andere Seite auch noch. Aber bevor wir da so einsteigen, lass uns doch damit starten. Was war das Schönste, was du heute erlebt hast? Ich habe es geschafft, jemanden zu erreichen, den ich versuche seit 3 Tagen zu erreichen. Und auch das, gell, das sind so manchmal diese Kleinigkeiten, wo man sagt, oh, endlich geschafft und dann freut man sich einfach drüber. Und ich glaube, das ist so schön, diese schönen Freudenmomente des Tages so zu sammeln. Und du bist ja eine Frau, die wirklich, so habe ich dich kennengelernt, übersprüht vor auch Lebensfreude und vor, ja, vor dem, dass das Leben einfach mehr ist. Erzähl doch vielleicht mal ganz kurz, was hast du früher so gemacht und wie kam es zu all dem? Denn dein Papa war Anwalt, das wissen wir schon, aber wie kam es zu dem und was hat dich so geprägt auf dem Weg? Also wir wissen ja beide, dass das Leben vorwärts gelebt wird und rückwärts verstanden. Deswegen bin ich jetzt in der glücklichen Position, erzählen zu können, wie es dazu gekommen ist. Wenn du mich mittendrin gefragt hättest, dann wäre das nicht der Fall gewesen. Teilweise war ich also echt, ich will nicht sagen desorientiert, aber ich habe mir schon etwas größere Aufgaben gestellt. Zum Beispiel so lange, bis ich vor ein paar Jahren dank einer Mentorin mal in mein Human Design reinblicken konnte. Das war so, dass ich also tatsächlich komplett gegen meine Natur unterwegs war, beziehungsweise das, wo ich ja, wo ich so zum Blühen komme. Und ich habe ja das Lebenswort, das war mir da auch schon klar, auch schon vorher klar, aber es passte irgendwie nicht zu dem, was ich machte, weil interessanterweise ja mein Lebenswort Verbindung ist. Das ist natürlich als Scheidungsanwältin voll daneben sozusagen. Erstmal ja. Auf den ersten Blick aber auch nur. Denn tatsächlich ist es so, das habe ich nun mittlerweile begriffen und das lebe ich auch und das liebe ich auch. Wir sind ja tatsächlich alle miteinander verbunden und wir sind alle eins. Und wenn man das dann nimmt und wenn man sagt, okay, wenn das der Anfang ist von allem, was ich tue und auch das Ende. Also ich habe in meiner Gruppe lange Zeit so ein Bild von der Sabine Askodom gehabt mit der 8. Und das ist ja auch das Jahr der 8 jetzt. Das ist mein Jahr. Ich habe so viel Gänsehaut, also für das, was ich mache, ne? Es ist so wichtig, dass die Menschen, ja, wir sind wie Züge, die halten an einem Bahnhof und dann fahren sie wieder weiter, aber deswegen wird doch der Zug nicht verschrottet. Ja? Also fällt mir jetzt so gerade als Bild ein. Ne?
Wir dürfen mit Trennungen noch ganz anders umgehen, weil wir trennen uns dauernd. Und dann kommt noch dazu, ich bin ja der Auffassung, wir trennen uns gar nicht. Weil wenn wir alle eins sind, dann bleiben wir das auch. Ein spannender Aspekt, ja. Und natürlich ist die Frage, wie geht man insgesamt mit diesen Themen um? Und ich glaube, das ist so, also ich war ja 20 Jahre im Kloster und habe mich sozusagen ja auch getrennt von meinem alten Leben, wenn man so möchte. Ich kann immer nur sagen, ich bin unendlich froh und dankbar für die Zeit, aber ich möchte nicht mehr zurück, ja. Ich möchte nur mal da sein. Ich bin glücklich, weil ich habe so ein wunderbares, schönes Leben heute. Und ich denke mir ganz oft, wenn ich Menschen treffe, die, wo Beziehungen auseinandergegangen sind, aus welchen Gründen auch immer, wie unterschiedlich Menschen damit umgehen. Und die einen, da ist über den anderen, über den Partner nur noch das Schlimme und das Schlechte. Und ja, da wird einfach dieser Rosenkrieg, wenn man es immer so schön sagt, ausgetragen. Und andere gehen auseinander und stellen einfach fest, es passt nicht mehr, aber die Zeit, die wir hatten, war wertvoll, weil sonst hätte man sich ja auch nicht kennengelernt. Also irgendwann gab es ja auch mal diese Liebe und es gab einfach schöne Zeiten. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt. Zum einen die Verbindung danach noch zu sehen, aber vor allem auch, wie gehe ich mit Veränderungen um im Leben, oder wie würdest du das sehen? Ja, das ist sicherlich ein Aspekt, aber das Wichtigste erstmal am Anfang, wenn sowas aufkommt, ist, wie gehe ich denn mit mir um? Ich habe, das hat sich bei mir so entwickelt. Am Anfang war das so, dass ich aus dieser Trennung, wo ich gedacht habe, Mensch, jetzt sind die Leute zwar getrennt, aber sie sind immer noch nicht weiter. Habe ich mal einen Kurs entwickelt, der hieß Zurück zu dir. Den gibt es Okay. auch immer noch, weil es sind ja nicht alle Menschen mit mir geschieden, sondern die haben ja vielleicht auch einen anderen Anwalt gehabt und haben nichts von dem kapiert, Ja. was ich so in der Lage bin, ihnen bewusst zu machen. Und dann ist es also von Vorteil, wenn man das macht, was man eigentlich nach meiner Vorstellung inzwischen vor einer Beziehung macht, nämlich mal sich selbst kennenlernen. Und wenn die Menschen halt so Ja. bewusst sind und da sind, dass sie sagen, okay, ich mag mich, ne? Also ganz viele mögen sich ja auch gar nicht, ne? Dann ist natürlich, wenn dann noch der Einzige, der da war, der dich mochte, wenn der wegbricht, dann geht die Welt unter. Da hat aber der andere gar nichts mit zu tun. Und alleine dieses Bewusstsein, das ist mir so wichtig, dass das in die Welt getragen wird. Deswegen bin ich auch so dankbar, dass du auch solche Fragen stellst. Wenn man da gar nicht hinguckt, das ist wie, wenn du ein, wenn wir jetzt hier dieses Handy nehmen und ich frage dich, was ist da, was siehst du? Und dann sagst du halt hier so ein Ausschnitt und so. Und dann sage ich, nee, nee, stimmt nicht. Also ich sehe, ne, Das ist ein da ganz ist was anderes, ganz die anderes andere drauf. Seite. Ja, Ja, genau. so. Und wenn wir es aber dann umdrehen oder wenn ich mich umdrehe und sage, ja, da hinten ist eine Wand und hier vorne ist Amata, wenn wir in die falsche Richtung gucken, dann können wir einfach, das ist nichts, was, da hat keiner Schuld. Da gibt es nur einfach eine Ursache und eine Wirkung. Und mehr ist das alles in der Welt nicht. Auch Kriege sind Ursache und Wirkung. Da hat keiner Schuld. Sondern da gibt es irgendeine Geschichte, da wurden irgendwelche Ursachen gesetzt und wenn die unbewusst gesetzt wurden, dann haben wir es nachher mit Sachen zu tun, wo wir denken, Gott, wie ist denn das passiert? Und so ist es in den Familien leider auch. Weil Und alle haben zu viel zu tun, also wir haben keine Zivilisation, sondern wir haben Zivilisation. Und dann wächst allen das über den Kopf und was hinten runterfällt, ist die Beziehung. Ich habe dich unterbrochen. Du wolltest was also, sagen. nein, gut, aber ich finde es so super, dass du das ansprichst, dass es erst an uns selber liegt, weil das ist natürlich wirklich absolut die Basis. Und es hat mich gerade so erinnert an dieses Buch Heirate dich selbst, ja, wo es so wirklich um die Eigenliebe geht und auch wie empfinde ich manche Sachen bei mir selber. Ich kann mich gut erinnern, einer meiner Mentoren hat mal gesagt, du bist nicht gescheitert, sondern du bist gescheiter geworden. Also, dieses Lernen auf dem Weg. Und
Ich glaube, da hast du absolut recht. Es geht immer und in erster Linie erstmal um uns selber und wie wir mit unseren Denken, Fühlen, Handeln umgehen und dann natürlich erst das andere. Und ich glaube, da ist schon ein Punkt, das haben wir, also zumindest in meiner Generation, oftmals gar nicht so gelernt. Da war immer so der andere oftmals mehr. Ja, das ist im Vordergrund gestanden. Und das Ich glaube, dürfen wir, das glaube ist so. ich, im rechten Maß einfach entdecken und lernen, ja, Ja, es absolut. ist auch durch die gestiegenen Anforderungen im Außen, ist es so viel wichtiger. Da kommen wir zu deiner zweiten anderen Frage. Was ist mit Veränderungen? Ne? Ich kann mit Veränderungen, also ich liebe Veränderungen. Ich finde das total toll. Also neue Sachen, alte Sachen, völlig egal. Oder wenn sich die ganze, wenn sich ganze Systeme verändern oder so. Ich finde Neues einfach, ja, das hat was mit Beweglichkeit im Kopf zu tun und mit einem offenen Herzen, wenn man sich die Dinge anschaut, die da neu kommen. Und dann gibt es ja immer nur zwei Richtungen. Wie gehe ich darauf zu? Habe ich Angst? Oder gehe ich in die Liebe oder komme ich aus der Liebe? Und dann ist die Frage ist für mich leicht zu beantworten, weil ich habe vor nichts mehr Angst, seit ich im vorletzten Dezember da mal auf dem OP-Tisch auf der anderen Seite wieder mich mit dem Papa unterhalten durfte. Ne? Okay. Da hat sich noch mal, da habe ich noch mal ein bisschen Speed aufgenommen. Was mich jetzt nochmal zu der Frage bringt von vorher, du bist heute komplett anders unterwegs, als du gestartet bist als Anwältin. Ja. Warum hast du das überhaupt studiert? Und jetzt hast du gerade gesagt, dieser OP-Tisch war nochmal ein ganz besonderer Moment. Aber was waren denn so die Punkte, die Eckpfeiler, die dich so verwandelt, so verändert haben, dich hierher gebracht haben? Also, na, ich bin nicht wirklich verwandelt. Das glaube ich nicht. Ich bin entwickelt, ich bin wie so eine Zwiebel. Also der Kern war immer so. Ne? Nur ich hatte Maske an und was weiß ich, was da noch alles drauf war. Und jetzt bin ich ein bisschen nackig und finde ich aber auch gut so. Und wie ich dazu gekommen bin zu dem Beruf, ich hatte ja das Glück, dass ich auf einen Pharmaziestudienplatz wartete, weil ich nicht den erforderlichen Numerus Clausus hatte, dass der Papa gesagt hat, du hängst aber hier nicht rum, hier, kannst hier arbeiten. Ne? So, und dann habe ich gesagt, ne? Dann war das aber total interessant, weil da waren Menschen und die haben geheult und denen konnte man helfen und ich fand das cool. Und deswegen, der war ja auch Scheidungsanwalt. Und war aber auch immer so mit dem Herzen dabei. Das sind auch fast nur Frauen bei ihm gewesen, wo er immer Lösungen gesucht hat. Also das war nie der, der gestritten hat, schon damals nicht. Ne? Klar, da mussten Unterhaltsansprüche durchgesetzt werden schon mal und so. Aber der hat immer auch gewirkt und nicht gestritten. Und das habe ich halt von ihm alles so gelernt und nachdem ich dann ein Jahr auf den Studienplatz gewartet hatte und dann in Jura einen haben konnte, habe ich gesagt, okay, also dann mache ich jetzt das. Ne? Dann können wir mal gucken, was dabei rauskommt. Und das Studium war die Hölle. Also da habe ich schon gemerkt, das ist überhaupt nicht meins, weil du lernst ja auch im Jurastudium alles. Also du kannst ja Staatsanwalt werden, Richter werden, du kannst zum Finanzamt gehen. Du musst das alles können, alle Rechtsgebiete. Und die Spezialisierung kommt erst später. Die Spezialisierung ist aber leider nicht auf etwa Psychologie oder, ne, also so, dass man mit Menschen umgehen lernt. So ist das nicht, sondern es wird immer, geht immer tiefer in diese Buchscheiße, in diese Paragraphen. Kann ich nicht anders sagen. Also fürs Familienrecht ist es voll fatal. Ne? Und deswegen bin ich auch nie Fachanwältin für Familienrecht geworden, weil ich das nie wollte. Ich habe Kolleginnen, mit denen ich zusammenarbeite, die können das. Ich habe aber auch zum Beispiel Mediatorinnen,
Also meine Partnerin im Business ist eine Mediatorin. Die hat auch einen anderen Ansatz. Die vermittelt auch, aber die arbeitet dann auch mit beiden. Das tue ich ja manchmal auch. Ja, das ist auch mit den rechtlichen Vorschriften nicht so einfach. Wir sollen das nicht so, wenn wir nicht diese Ausbildung haben. Da wollen sie dann auch an der Fortbildung noch verdienen. Natürlich soll es auch qualifiziert sein, aber meine Güte, ich mache das seit 35 Jahren. Ne? Da brauche ich nicht noch einen deutschen Stempel. Bilde ich mir ein, jedenfalls. Ne? Wer mit mir arbeiten will, kann es ja als Coach tun. Ich muss es ja nicht als Anwältin machen. Ne? Ich habe ja, geht ja. Lösungsorientiert geht das ja. Ja, das war so der Ansatz. Und dann habe ich halt durch meine erste Trennung gemerkt, das, was ich da so verkaufe, das darf noch deutlich aufgepeppt werden, was so den Service angeht. Die Leute sind doch noch ein bisschen alleine, vor allen Dingen im Bereich Elternsein. Und ja, auch mit sich selbst wieder ins Reine kommen. Ne? Und dann kam, so 10 Jahre später, kam die zweite Trennung. Da habe ich dann gesagt, nee, jetzt ist Feierabend, jetzt mache ich das hier ganz anders. Das war dann auch schon so, dass ich von da an schon angefangen habe, Online-Kurse zu machen, weil das kannst du ja one-to-one überhaupt nicht leisten, was mit den Menschen passiert ist. Und wenn ich sie an irgendwelche Coaches abgebe, was ich natürlich auch tue, je nachdem, was für eine Problematik ist. Aber ja, ich mag es zum Beispiel auch total gerne. Das hatte ich jetzt, als ich aus dem Krankenhaus kam, da wollte ich ja eigentlich erstmal nicht so viel arbeiten. Und dann kam einer, ein Mann auch, der kam aus einer Burnout-Klinik. Das heißt, der war da schon super vorbereitet, weil der quasi in der Klinik festgestellt hat, ich habe mich zu Hause so verbogen, das geht nicht mehr. Und dann ist er zu mir gekommen, weil er jemanden gesucht hat, wo steht ja auch ausdrücklich auf meiner Seite drauf, oder sage ich bei dem ersten Video, dass ich nicht streite. Hier wird nicht gestritten. Und das wollte er auch nicht. Also, weil er gesagt hat, ich habe den Fehler gemacht, indem ich nicht gesprochen habe. Und das ist sowas, da geht mir so das Herz auf, wo ich dann so denke, oh, und der kommt genau zu mir, wo er dann jetzt richtig sprechen kann und wo wir das auch, ja. Und dann geht aber die Ehefrau zu einem Kollegen, der hammerhart das Ganze durchzieht und sie ist völlig, ja, ist echt arm dran. Also, was du gerade ansprichst, ist ja wirklich so dieses Zwischenmenschliche. Also, ich glaube, dieser Unterschied zwischen dem, was, ja, was Gesetz ist und was wirklich zwischen Menschen passiert, das ist ja gewaltig. Und meistens ist, glaube ich, allerdings auch der Schmerz, oder? Der Menschen vielleicht in Ja. eine andere Richtung gehen lässt. Also Weil das. Schmerz ist, glaube ich, immer da, wenn es darum geht, dass man merkt, Ja. es ist ein stimmiges. Keine Passt nicht. Frage. Ich meine, du hast ja auch Schmerz, wenn dein Kind zu Hause auszieht. Also ich erinnere mich noch, das war jetzt auch nicht so meine Hammerzeit, ne? Als dann der zweite Mann ging und ein Jahr später ging dann auch das Kind, ne? Da dachte ich dann so, oh nee. Dass der jetzt auch noch, ne? Aber es ist ja so, dass wir, also diese Trauer oder dieses Verletztsein, ich habe für mich gelernt, und das passiert bei mir sonst sehr gerne mal bei Coachings, aber das war ohne Coaching, dass ich etwas für mich gemacht habe und herausgefunden habe, was für mich passt, dann habe ich es gemacht und dann bin ich zurückgekommen. Ich habe also eine kleine Weltreise wieder gemacht, so wie ich das gemacht habe vor der ersten Verbindung. Und ich bin also quasi back to the roots gegangen und bin dann auch, habe mich dann wieder gefunden, bin dann auf den Philippinen stundenlang am Strand alleine langgelaufen und habe die Filme ablaufen lassen, habe mich dankbar zurückgewandt, was ich erleben durfte. Und wenn man dann halt das übrig lässt, was gut war, das war ja immer so. Man redet es sich ja nur schlecht, weil man verletzt
selbst, weil man keine Energie hat, das Gute auch zu sehen. Und man darf aber sich erinnern, dass man immer die Wahl hat. Ich darf mir immer aussuchen von dem, was passiert ist, was möchte ich mitnehmen in mein nächstes Leben und was bleibt hier. Und wenn wir uns dann entscheiden, die Verletzung mitzunehmen und nicht zu heilen, also ich komme mittlerweile, ich habe so eine süße Freundin hier, wo ich, die hat so einen Pelzladen und Klamotten und bei der ist das genauso, da kommen die Leute so zum Sprechen und sie sagt, also wir zwei, manchmal habe ich das Gefühl, wir hätten eigentlich Medizin studieren sollen, aber die Mediziner heute können das ja auch nicht, was wir machen. Ne? Die haben ja auch keine Zeit in ihrem System. Das System ist auch dafür nicht geeignet. Ne? Und bei ihr kommen halt so die alten Omas, die ihre Pelze in Zahlung geben wollen und reden. Und bei mir kommen diese verletzten Seelen an, die aber, ja, wobei es ist ja inzwischen alles ein bisschen anders. Ich mache ja sehr viel online jetzt und wie ich jetzt inzwischen arbeite, ich passe jetzt auf mich auf und auf mein Herz, nachdem es repariert ist. Und in der Hauptsache fahre ich jetzt mit den Menschen entweder in die Berge oder jetzt über Karneval als Meer ist noch ein Platz frei in Holland, wo wir dann 2, 3 Tage einfach weg vom Tatort wandern. Ich nehme auch die Tiere mit und schön kochen. Und dann ist es viel einfacher, als in so einem Stuhl eingequetscht. Über die Dinge zu sprechen und vielleicht auch mal zu weinen. Und solche Sachen mache ich heute. Aber das ist natürlich auch für eine bestimmte Klientel. Und ansonsten mache ich schöne, sehr gerne so Workshops online. Habe ich jetzt am letzten Samstag einen gehabt, nächsten Sonntag ist noch einer und am Valentinstag. So die Erfolgsgesetze der Familien der neuen Zeit. Wie funktioniert das? Wie geht Veränderung? Wie geht Loslassen? Wie geht mal das Tablett leer machen oder den Rucksack, dass man regelmäßig renoviert, zum Beispiel, ist so wichtig in Beziehungen. Also wenn du gerade so die Erfolgsgesetze der Familie in der neuen Zeit ansprichst, vielleicht hast du gleich für unsere Zuschauer drei so ganz praktische Tipps, die du einfach heute schon mit uns teilen magst, liebe Silvia. Also es ist tatsächlich das Wichtigste. Das, was ich erlebe, und das ist beim letzten Mal auch ganz deutlich bei den Teilnehmern rausgekommen, wir laden uns viel zu viel auf. Und wir sind völlig unbewusst, also wir wissen am Anfang mal, was wir wollen. Wir wollen es schön haben und ja, aber wir haben keine konkrete Vorstellung. Wir haben auch gelernt von den Eltern, die auch nicht unbedingt, ne, die sind so aus dem Krieg gekommen und so. Also sehr, sehr schwierig. Und wir wollen ganz, ganz viel. Wir wollen Haus bauen, Kinder kriegen und, und. Und wir können die Beziehung, also dass 40% der Beziehungen hinten wegbrechen, ist völlig normal. Weil wir uns nicht drum kümmern, nicht angemessen drum kümmern. Wenn du also zum Beispiel einen kleinen Hund hast und fütterst den nicht regelmäßig, dann fällt er irgendwann vom Fleisch. Und so ist das mit der Beziehung auch. Also dieses Bewusstsein, auch, ich rede gar nicht von sprechen. Das könnte aber dann der zweite Tipp auch sein, dass man miteinander spricht. Wenn man nicht miteinander spricht, dann ist aber noch das Wichtige, ist das Dritte, ist, dass man nur Gutes denkt. Wenn ich, also ich habe in diesen 35 Jahren so viele Menschen über ihren Partner, mit dem sie 1, 2, 10, 20, 30 Jahre verbracht haben, reden, hören, als wäre es, keine Ahnung, der Schmutz unter ihrem Schuh. Das geht nicht, weil mal ganz oft davon abgesehen, wenn wir jetzt so sagen, das ist, wir sind alle eins, dann hacke ich mir doch den Arm ab, weil ich bin doch 1, 2, 10, 20, 30 Jahre mit dem zusammen gewesen. War ich denn blind? Nee, war ich ja nicht. Und wenn ich dann aber über den schlecht rede, dann habe ich eine Verletzung und die übertrage ich.
Und die werfe ich ihm vor die Füße. Das ist aber meine Verletzung. Das ist wie wenn du, weißt du, da gibt es doch dieses schöne Beispiel, wo du jemanden, nicht wo du jemanden verletzt, weißt du, vielleicht fällt dir vielleicht ein. Und dann denkst du, jetzt soll der die Schmerzen haben, du hast sie aber selber. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber es ist so ganz unlogisch, was wir machen. Und wie kann eine Beziehung gedeihen, wenn ich mit meinen Freundinnen, es fängt bei diesen kleinen Sachen an, die finde ich zum Kotzen. Wenn ich irgendjemanden treffe und der erzählt irgendwie, ah, mein Mann kommt schon wieder nicht aus dem Bett. Diese Kleinigkeiten sind es, wo du selber die Nägel in den Sarg deiner Beziehung klopfst. Also du hast gerade drei so wichtige Punkte angesprochen, Silvia. Und ich glaube, die gelten nicht nur für die Familie, sondern die gelten so ganz grundsätzlich. Und gerade dieses erste, dieses Bewusstsein, sich ja achtsam zu sein mit dem, was ist. Und ich glaube, dieses Bewusstsein, es kommt wieder viel mehr, habe ich den Eindruck. Ja, viel mehr Menschen öffnen sich dafür und spüren, es ist, die Zeit verändert sich. Wir verändern uns und es ist vielmehr dieses Bewusstsein, das wieder stärker in den Vordergrund kommt. Und ich glaube, das ist so grundlegend. Und dann dieses aus diesem Bewusstsein raus, wie sprechen wir miteinander? Ja? Und ich glaube, auch da geht ja voraus, wie spreche ich auch mit mir selber? Und wie Das, denke ich über mich selber? Weil immer es genau. kommt erst innen und dann kommt es nach außen. Genau. Ne? Und dann dürfen wir bitte auf dem Schirm haben. Das muss hier unbedingt dann auch noch, weil du so viele Leute dir zuhören. Wir sind alle traumatisiert. Alle. Ja. Und die meisten ziemlich schlimm. Also ich habe ja hier keine Ausnahmefälle. Ich habe ja ganz normale Menschen, aber die wissen zum Beispiel gar nicht, dass sie traumatisiert sind. Weil es gibt ja verschiedene Techniken und meistens drücken wir das ja weg. Und dann kommt aber der Partner mit seinen Nagelschuhen und latscht da drauf. Und du wusstest gar nicht, dass du, also der verletzt dich nicht, sondern der holt etwas hoch, was in dir aber ist. Da hat er gar nichts mit zu tun. Und wenn man sich da nicht selber um das, was einem selbst ja wehtut, kümmert, sondern wenn man dann wieder auf den anderen springt und sich um den kümmert, in Anführungsstrichen, und sagt, du Arschloch, das funktioniert so nicht, ne? Und wenn wir aber zum Beispiel liebevoll wirklich denken, dass das war wirklich meine Erkenntnis aus meiner letzten Trennung, wo ich so dachte, der meint das nicht böse. Wir geben alle immer unser Bestes. Nur ist das, was beim anderen ankommt, manchmal zum Kotzen. Und das hat aber nichts mit dem zu tun, der es absondert, sondern der will nur seine eigene Verletzung irgendwie loswerden. Und wenn wir uns dessen bewusst werden, dass jeder immer sein Bestes gibt, da wird ja, da kommt, da schreien mich die Leute an und sagen, ja, du hast ja keine Ahnung. Naja, und es ist ja auch die Frage, wie viel lasse ich zu? Ist ja, glaube ich, auch noch so ein Punkt. Nicht nur das, was es aus mir rausholt, sondern in einer Beziehung, die wertschätzend ist, ist es ja, ich sage jetzt mal, da fällt vielleicht auch mal ein Wort, das nicht so toll ist, nicht so prickelnd ist. Aber es ist, die Basis ist eine andere. Ja? Die ist wertschätzend. Und ich glaube, es kommt immer so auf die Basis drauf an. Es kann immer mal was sein. Aber auf was gehen wir? Und wenn aber etwas permanent ist, ich kann mich gut erinnern, als ich aus dem Kloster ausgetreten bin, habe ich einen Mann kennengelernt. Da dachte ich, er liebt mich, sage ich jetzt mal so. Und ich war nach diesem Kloster so, ach, dieses Gefühl, geliebt zu werden, war für mich so wichtig, dass ich habe so viel mit mir machen lassen. Ja? Also verbal mich schlecht macht, niedrig macht, auch angeschrien. Und ich habe es
machen lassen mit mir. Mhm. Das ist ich für mich mal, okay, jetzt ist Schluss, jetzt passt nicht mehr. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, wir selber dürfen auch hinschauen, was ist das, mit wem möchte ich wirklich Zeit verbringen und wie soll diese Zeit, diese gemeinsame Zeit auch sein, wie möchte ich die gestalten? Ja, deswegen ist es ja so, dass es so wichtig ist, dass man sich, dass man selbst bei sich ist und nicht der Partner einen Mangel, den du selber hast, auffüllen soll. Genau. Und du hattest einen Mangel, als du da Richtig. Genau. rausgekommen bist, und der hat den erst gefüllt. Und Genau. wenn die Situation so ist, dann überschreitet man ganz leicht die eigenen Grenzen. Davon Absolut. kommt das. Also, wenn man immer für sich sorgt und wenn es einem gut geht, ist natürlich eine Idealvorstellung, aber jedenfalls, wenn Ja. man sagt, ich sag mal, wenn man in so einer Verfassung ist, dass man sagt, bin ich aber auch noch nicht lange, ehrlich gesagt, scheißegal, was passiert, ich kann damit umgehen. Ja, also, wenn ich jetzt zum Beispiel meine süße 86-jährige Mutter sehe, die sagt immer, ich kann überhaupt nicht begreifen, dass du keine Angst hast. Ja, ich sage, wovor denn? Stimmt, geht meiner Mama auch so. Was mir noch gerade so eingefallen ist, die Schwester Traugott im Kloster, die hat so einen Satz gesagt, der ist für mich so präsent bis heute. Damals gesagt, das sind alte Worte, ein alter Spruch, aber sie hat gesagt, die Liebe ist ein Feuerlein und darum muss sie stets geblasen sein. Wirft Scheit um Scheit und nicht hinein, zur Asche brennt das Feuerlein. Und das ist für mich wirklich so ein Satz, der so viel aussagt, weil du hast vorher auch so gesagt, dieses auch oft dann im Laufe der Zeit nebeneinander herleben. Diese Beziehung braucht auch Zeit miteinander. Und da geht es jetzt nicht nur um die Worte, sondern sich das auch zu zeigen, zu sein. Also dieses, ja, im Prinzip hast du gerade alle Punkte nochmal so angesprochen, dieses Bewusstsein, das Miteinandersprechen, das Zärtlichkeiten, all das zu zeigen. Und es braucht auch Zeit, so wie alles andere eben auch Ja, und es Zuwendungen. gibt auch wirklich einfach Gesetze, die ja andere Paare erarbeitet haben, die heilsam für jede Beziehung sind. Also wenn du zum Beispiel anfängst, Kinder zu kriegen und kreierst dir nicht eine Stunde oder keine Ahnung noch, wenn du stillst und so weiter, das ist alles egal. Wenn nachher die Sachen eingerissen sind, dann kriegt man das nicht mehr hin. Dann ist es sehr viel anstrengender. Es ist so wichtig, dass zum Beispiel eine Paarzeit immer bleibt. Dass egal, also sobald der Säugling nicht mehr dauernd saugt, kann der auch mal irgendwo anders hin. Und es ist heute, ja, muss man sagen, es gibt ja viele tolle junge Leute, die auch schon früh Geld verdient haben und die einfach ein ganz anderes Familienleben leben können. Das ist ja nun auch dein Thema. Das ist so, so wichtig. Es ist natürlich viel einfacher, wenn man Geld hat, eine gute Beziehung zu führen. Ja, Unab definitiv. völlig unabhängig von Geschenken, aber also bei mir war das jetzt zum Beispiel auch so, dass ich als ich dieses Vorgespräch vor der OP hatte, vor 1,5 Jahren, also ja, schon fast 1,5 Jahre, Wahnsinn, und der Professor so sprach und sagte, ja, was gibt es Schöneres als ein pulsierendes Herz? Wo ich dann so dachte, puh, also eigentlich bin ich jetzt nicht so versichert, dass mich so ein Professor operiert, aber der ist ja wohl, also den will ich aber. Ne? Und dann darf man sich sowas auch mal gönnen, dass man sich einfach besser fühlt. Und weil das sind halt auch so Einschnitte. Und der sagt ja im Nachhinein, ich weiß nicht, ob das jetzt toll war, dass sie mich ausgesucht haben. Es war ja doch sehr herausfordernd. Aber ne? Also sowas geht auch nur mit Geld. Ne? Ja, also weil du das ansprichst, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, gerade in Beziehungen, auch in Familien. Ich erlebe das so oft. Einer meiner Mentoren hat mal gesagt, die größte Krankheit ist ein Loch im Geldbeutel. Ja? Also wenn so, weil ganz oft ja um diese Themen auch,
manchmal gestritten wird oder auch Druck entsteht. Wenn genügend Geld da ist und es fließt, ist es viel, viel entspannter auch, ja. Oder vor allem auch, ich sage jetzt, ich stehe ja eher für passive Einkommensströme, weil es geht ja nicht nur ums Geld an sich, sondern vor allem um die Zeit, weil Geld kann man leicht vermehren heute. Aber Zeit kann keiner von uns vermehren. Und du hast selber erlebt, wir alle wissen, keiner von uns weiß, wie lange dieses Leben ist. Und umso wichtiger ist, ja, sich das so zu gestalten und so aufzubauen, dass man dann auch Ja. wirklich frei und entspannt leben können. Ja, und auch ich meine, schau mal, was da jetzt noch alles so auf uns zukommt. Die Ausbildung und Fortbildung von Kindern. Also mein Kind wird jetzt 30, das ist jetzt durch. Dient jetzt da, wo ich auf der Intensivstation wach geworden bin. Also das Leben kann schon sehr, sehr geil sein. Aber wenn man Kindern eben was Besonderes ermöglichen möchte, dass sie eben nicht nach dem Schema 0815 aufwachsen, dann sind ja heute die Möglichkeiten schon. Also da muss man sich richtig kümmern. Da kannst du auch nicht so einen 0815-Job, da musst du schon überlegen, wenn du arbeitest oder womit du dein Geld verdienst, wo du dann vielleicht hin auswandern kannst und all so eine Sache. Sind zu viele Ne? Themen. Das ist für mich Familie der neuen Zeit. Das funktioniert anders. Ich glaube, so Thema Familie in der neuen Zeit und Zeit, da könnten wir uns auch noch stundenlang unterhalten, liebe Keine Silvia. Frage. Ich sage aber jetzt schon mal ganz, ganz lieben Dank, dass du uns so ein bisschen Einblick gegeben hast in deine Arbeit, in das, was du tust, auch ein paar Impulse gegeben hast, wie Familien in der neuen Zeit leben können. Gibt es noch was zum Abschluss, das du unbedingt gerne noch mitgeben möchtest, das dir noch wichtig ist? Also, ich finde wirklich, es nichts anderes zählt, wenn man eine große Herausforderung hat. Man braucht vor nichts Angst zu haben, dass, wenn man dem, was kommt, mit Liebe die Tür öffnet und einfach mal offen ist für das, was kommt und nicht sagt, oh, dann wird es auf jeden Fall besser, weil man kann, wenn man sich nicht in Stress begibt, kann man einfach besser denken. Und wir müssen ja denken, wenn wir eine Herausforderung haben, ob das in der Beziehung ist oder ob das von außen ist, es ist egal. Und deswegen dieses Drama und so, das hilft alles überhaupt nicht. Und es ist ganz schlimm, weil das müssen Eltern der neuen Zeit wissen. Ja, genau, das ist ein geiles Schlusswort, dass sie ihren Kindern ein Trauma verpassen, wenn sie sich trennen wie die Wildsäue. Oder nicht wie die Wildsäue. Die Wildsäue kriegen das, glaube ich, besser hin. Weil Und dass es Kinder, eben auch anders geht. Kinder haben es in jeder Zelle, dass sie jeden Elternteil gleich lieben. Ob einer einen Mord begeht, ob einer, also wenn er jetzt nicht gerade den anderen Elternteil umbringt. Aber ansonsten, Eltern haben ziemliche Narrenfreiheit. Kinder lieben sie. Das ist ja das größte Geschenk, was man sich so machen kann. Und da muss man sich schon sehr anstrengen, dass dein Kind dich nicht liebt. Aber Eltern, die sich mit Waffen in der Hand trennen, richten diese Waffen immer beide gegen das Kind. Und das ist, da kriege ich hier überall. Das ist so schrecklich und das Kind ist völlig wehrlos und es versteht nichts. Und da entstehen Traumata, die auch später sehr, sehr schwer nur aufzulösen sind. Das Schöne an der Sache ist, wir können was dazu beitragen, dass es anders geht. Das Es ist geht anders. auch total einfach, wenn wir einfach nur in dem Moment, wo es kracht, das Ego an der Garderobe abgeben und uns erinnern, dass wir ein Kind haben. Und wenn wir es selber nicht schaffen, sich da Menschen zu holen wie dich zur Unterstützung, denn manchmal braucht es einfach das Außen, um hier entsprechende Schritte zu gehen. Ja, denn wenn dieses Kind in den Brunnen gefallen ist, dann ertrinkt es. Das kriege ich da nicht mehr raus. Ne? Also es gibt ja leider so Sachen, die sind nicht so wieder zu reparieren. Und das ist wirklich, wirklich
wichtig. Deswegen kommt irgendwann jetzt auch von mir der Eheführerschein, weil wir diese Dinge nicht wissen, wenn wir Kinder kriegen. Wir wissen das nicht. Und die Schule, in die wir gegangen sind, also bei mir war die jetzt nicht so. Deswegen raus aus der Angst rein in das, was möglich ist, ins Vertrauen, in die Liebe mehr. Und da können wir viel dazu beitragen. Da trägst du viel dazu bei, liebe Silvia. Deswegen ganz, ganz herzlichen Dank für dein Wirken, für dein Sein, für deine Zeit heute. Und vielleicht, wenn du zuhörst, bist du selber betroffen oder du kennst jemand, der als Familie vielleicht gerade an so einem Punkt steht, dann teile gerne dieses Video. Gib es weiter, denn ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns gegenseitig stärken und unterstützen und ja, in einer guten und wertschätzenden Art und Weise miteinander umgehen. In dem Sinne, ich wünsche dir einen traumhaft schönen Tag, ein glückliches, erfülltes und auch freies Leben. Und denk dran, ob du glaubst, du schaffst es oder du glaubst, du schaffst es nicht. In beiden Fällen hast du recht. Liebe Grüße und bis dann.